Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserem heutigen Webinar BIM-basierter Bauantrag. Wir haben da, denke ich, ein sehr interessantes Thema für Sie herausgesucht und vor allem auch höchst kompetente Gesprächspartner gefunden und Referenten gefunden, die Ihnen dieses Thema nahebringen werden und Ihnen Informationen aus erster Hand liefern werden, was mit dem digitalen Bauantrag, dem BIM-basierten Bauantrag auf sich hat. Ich darf Sie herzlich begrüßen im Namen der Bildungsmaterialgruppe Rhein-Ruhr, der ich auch angehöre. Mein Name ist Eduard Dischke. Ich bin stellvertretender Vorstandsvorsitzender von Bildungsmat Deutschland. Und in meiner hauptberuflichen Tätigkeit bin ich Rechtsanwalt. Ich vertrete also mehr die rechtliche, juristische Sichtweise, auch auf dieses Thema, aber auch auf andere Themen, was BIM angeht, Vertragsrecht, Vergaberecht, Urheberrecht und so weiter. Ich darf Sie aber auch ganz herzlich begrüßen im Namen unserer Kooperationspartner, die da sind, das Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Planen und Bauen und auch das BIM-Cluster NRW, zu dem ich die Ehre habe, auch Mitglied des Vorstands sein zu dürfen. Also diese drei starken Partner haben sich heute zusammengetan, um Ihnen dieses Thema nahezubringen, Sie darüber zu informieren, was sind die neuesten Entwicklungen, ist das schon möglich, können wir bereits einen BIM-basierten Bauantrag stellen in Nordrhein-Westfalen, wie sind da die ersten Erfahrungen, wann, wenn es noch nicht soweit ist, wann wird es denn soweit sein? Und hierbei helfen uns unsere Referenten, die da sein werden, Herr Dr. Thomas Wilk aus dem Ministerium für Heimat, Kommunales Bau und Gleichstellung NRW, Herr Professor Dr. Markus König von der Ruhr-Universität Bochum, Frau Tina Dratler, Architektin aus Dortmund, der Herr Nils Hoffmann vom Bauaufsichtsamt der Stadt Dortmund, der Bauherr, der dieses erste BIM-basierte Bauantragsprojekt hier in Nordrhein-Westfalen, und zwar in Dortmund, beauftragt hat, Herr Jan Obländer. Und last but not least, Herr Matthias Pfeiffer, der die Podiumsdiskussion am Ende unseres Webseminars moderieren wird. Wir freuen uns schon auf alle Referenten und auf die Themen, die Sie behandeln werden. Sie können auch Fragen im Chat stellen. Und zwar können wir das so handhaben, dass Sie gerne inhaltsbezogene Fragen zu den Referaten gleich im Anschluss stellen. Wir müssen sehen, ob wir zeitlich dann dazu kommen, diese auch gleich im Anschluss dann an die Referenten weiterzugeben und von diesen freundlicherweise beantworten zu lassen. Und natürlich aber auch vor allem während der Podiumsdiskussion, die wir als letzten Programmpunkt vorgesehen haben. Hier bitten wir Sie auf jeden Fall um Ihre rege Mitwirkung, indem Sie Fragen in den Chat stellen, die dann den Referenten live gestellt werden, sodass eine Beantwortung möglichst sofort erfolgen kann. So also der geplante Ablauf unseres heutigen Webinars. Und ich darf jetzt nun zugleich den ersten Referenten begrüßen. Es handelt sich um Herrn Dr. Thomas Wilk, promovierter Volljurist, also aus meiner Branche sozusagen, seit 3,5 Jahren Leiter der obersten Bauaufsicht der Abteilung Bauen in NRW im Ministerium für Heimat, Kommunales Bau und Gleichstellung in Düsseldorf und auch Leiter des dort angesiedelten BIM Competence Center. Das hat auch nicht jedes Bundesland, das es in seinem Bauministerium gleich ein BIM Competence Center angesiedelt hat. Herr Dr. Wilk war vor seiner Tätigkeit beim Bauministerium 15 Jahre in verantwortlichen Positionen in Kommunen. Wir haben gerade im Vorgespräch schon über gesprochen, zum Beispiel auch in Kreis Unna, ganz in der Nähe unseres heutigen Schwerpunkts Dortmund befindlich. Seit Anfang diesen Jahres hat er auch einen Lehrauftrag an der Technischen Universität Dortmund. Auch da schlägt sich wieder der Kreis nach Dortmund zum digitalen Bauen und für öffentliches Recht. Herr Dr. Thomas Wilk wird uns zunächst über die Rahmenbedingungen für den BIM-basierten Bauantrag in Nordrhein-Westfalen berichten.
Ich freue mich da schon sehr drauf und ich denke, wir werden da sehr viele Hinweise erhalten, wie das Land sich dazu stellt, wie es das ermöglicht und was in Zukunft angedacht ist. Herr Dr. Thomas Wilk, ich darf Sie ganz herzlich bitten um Ihr Referat und Ihre Ausführungen. Vielen Dank. Ja, lieber Herr Dischke, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie zunächst einmal ganz herzlich im Namen der Bauministerin Nordrhein-Westfalen, Frau Ina Scharrenbach, begrüßen. Sie wollte sich eigentlich heute persönlich auch Zeit nehmen, um diese Begrüßung zu übernehmen. Das hat jetzt aber aus verschiedenen Gründen heute leider nicht geklappt und sie hat mich gebeten, dies zu übernehmen. Hintergrund ist der ganze Wiederaufbau infolge der Hochwasserkatastrophe, die wir Mitte Juli hier in Nordrhein-Westfalen und in anderen Bundesländern erlitten haben. Und da ist im Moment wahnsinnig viel zu tun und deswegen übernehme ich das natürlich gerne. Und bevor ich jetzt gleich zu meinem Vortrag komme, zu meinem Einstieg zu den Rahmenbedingungen, in denen wir uns bewegen, möchte ich doch noch zur Begrüßung kurz sagen, wie sehr wir uns freuen, dass es dieses Projekt gegeben hat, weil das ein Projekt ist, das in ganz besonderem Sinne einmalig ist. Also der neue Unternehmenssitz der Louis Oplender Heizungs- und Klimatechnik GmbH in Dortmund konnte mit der ersten digitalen und in diesem Fall sogar BIM-basierten Baugenehmigung in Deutschland realisiert werden. Das freut uns deshalb ganz besonders, weil natürlich alle Beteiligten auch sehr intensiv daran gearbeitet haben und so auch sicherlich das Land, das sich bemüht, ein vollständig digitales Baugenehmigungsverfahren in die Welt zu bringen. Und wir entwickeln dafür landesweit einheitliche Lösungen, dazu gleich noch etwas mehr. Wir setzen uns aber eben auch für die Implementierung des Building Information Modeling in Nordrhein-Westfalen ein. Und in diesem Kontext fügt sich dieses Projekt jetzt ganz hervorragend ein, weil der Bauherr Jan Oplender sich für die Möglichkeiten des digitalen Bauens und der BIM-Methode so sehr begeistern konnte und dann auch den Neubau seines Unternehmenssitzes von Beginn an nach dieser neuen Methode geplant hat oder hat planen lassen. Ins Boot gekommen sind viele tolle Mitstreiter, ob das die Planerinnen und Planer von Dradler Architekten sind oder auch die entsprechenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Dortmund. Das muss ich jetzt wirklich sagen, das ist bemerkenswert und diese Akteure sind ziemlich weit vorne in Nordrhein-Westfalen, weil wir natürlich den Überblick haben hier aus Düsseldorf über das gesamte Land und sagen können, dass wir das an keiner anderen Stelle bisher so vorgefunden haben. Und ganz eng begleitet wurde dieses Projekt selbstverständlich auch durch die Ruhr-Uni in Bochum, durch den Lehrstuhl von Herrn Professor König und eben auch durch unser Haus, durch das Bauministerium. Der Neubau war für uns ein echter Praxistest im Bereich der Digitalisierung des Bauens, weil eben sowohl das digitale Baugenehmigungsverfahren als auch die Implementierung von BIM hier eine Rolle gespielt haben. Und wenn man sich das mal anschaut, wir werden ja gleich noch von den Kollegen und Kolleginnen von Frau Dradler und Herrn Hofmann Näheres dazu hören, wie dieser Prozess von der BIM-basierten Planung über den BIM-basiert eingereichten Bauantrag, dann über die BIM-basierte Baugenehmigungsprüfung bis hin zur entsprechenden Genehmigungserteilung abgelaufen ist. Das hat es so bundesweit noch nicht gegeben. Und wir werden Ihnen auch in Kürze eine Abschlussdokumentation zur Verfügung stellen können, die dann allen Beteiligten, die sich dafür interessieren, doch, denke ich, wertvolle Erkenntnisse bringt, die wir jetzt hier sammeln konnten. Und deswegen möchte ich mich jetzt zumindest in der Rolle als derjenige, der begrüßt, sehr herzlich bedanken schon mal vorab für das Engagement aller Beteiligter. Und ich freue mich, dass wir an diesem Punkt jetzt stehen. Denn das war eine Botschaft, die hat mir die Ministerin noch mitgegeben, dass es Menschen braucht, die diese neuen Wege auch gehen und zeigen, dass die Digitalisierung des Bauwesens in der Praxis angekommen ist und auch bestens gelingt. So viel also jetzt in meiner Doppelrolle, die ich hier heute einnehme, zumindest zu dem ersten Teil. Und dann würde ich jetzt auch zu meinem Vortrag kommen und rufe jetzt mal eben hier die Datei entsprechend auf. Ich hoffe, dass das funktioniert. Ich hoffe, dass man
das jetzt sehen kann, dann starte ich mal die Präsentation vom Beginn an. Einmal noch vielleicht den kurzen Hinweis, ob das jetzt sichtbar ist. Dann ja, sieht gut aus. Wunderbar, sehr schön. Ja, zu den Rahmenbedingungen. Ich habe ja einiges gerade bereits schon angesprochen. So wird der Unternehmenssitz aussehen, wenn er fertig ist. Ich bin noch vor wenigen Tagen, lieber Jan Oblender, da vorbeigefahren. Der Rohbau ist ja soweit fertig, also die Kubatur ist fertig schon zu sehen. Das ist alles ganz beeindruckend, wenn man weiß, dass das eben nicht herkömmlich alles hochgezogen wird, sondern BIM-basiert, dann freut mich das sehr. Das sind die drei Punkte, auf die ich in der Kürze der Zeit, die wir jetzt hier heute vorgesehen haben, eingehen möchte. Die Stichworte habe ich gerade schon genannt. Zunächst mal die Digitalisierung des Baugenehmigungsverfahrens. Ein Projekt, das wir seit etwa 3,5 Jahren jetzt verfolgen. Seit Ende 2017 kümmern wir uns darum, damit alle 212 unteren Bauaufsichtsbehörden in Nordrhein-Westfalen möglichst ein einheitliches System zur Digitalisierung bzw. zur Einreichung digitaler Bauanträge vorfinden. Und wir haben das aufgezogen, ich mache das relativ kurz, mit 6 Kommunen quer durchs Land, große und kleine, kreisfreie Städte, kreisangehörige Kommunen und auch Kreise, und haben dann festgestellt, dass die Voraussetzungen wahnsinnig unterschiedlich sind, dass es in einigen Kommunen schon sehr, sehr viel Digitalisierung gibt, auch im Baubereich, und in anderen Kommunen das Fremdworte sind, das Thema BIM beispielsweise auch völlig unbekannt ist. Und da müssen wir irgendwie mit umgehen und haben uns entsprechende Kommunen ausgesucht, um das alles abzubilden in einem kleineren Format. Und haben dann in den ersten Monaten zunächst mal eine Bestandserhebung gemacht und sind dann in die weiteren Schritte eingestiegen. Das Ziel soll es sein, und das können Sie jetzt auch schon unter der Homepage www.bauportal.nrw erreichen, ein Bauportal zu entwickeln, das den digitalen Zugang, also das Antragsverfahren, ermöglicht. Und in einem nächsten Schritt werden wir noch eine Bauplattform entwickeln in Abgrenzung zu diesem Portal. Da geht es dann letztendlich also um die Erarbeitung der Baugenehmigung, der Bearbeitung des Bauantrages durch die jeweilige untere Bauaufsichtsbehörde. Und wir haben dann zunächst im ersten Jahr, das war 2018, die Voraussetzungen geschaffen und sehr viel auch im näheren Ausland beispielsweise, ob es jetzt in Holland ist, ob es aber auch in Großbritannien ist oder in Skandinavien ist, uns angeschaut, was es gibt und was wir davon auf uns übertragen können, ohne das Rad neu zu erfinden. Und sind dann aber in der entscheidenden zweiten Phase, in der wir uns jetzt noch ganz zum Schluss befinden, dazu gekommen, ein solches Bauportal auch selbst mit Partnern zu entwickeln, und werden dann im kommenden Jahr auch noch diese Kommunikationsplattform entwickeln. Das leitet mich alles letztendlich aber zu diesem Schaubild hin. Und Sie sehen in dem mittleren Teil der Folie im blauen Bereich dieses Informationsportal, was Sie jetzt schon seit etwa einem Jahr erreichen können. Und das Herzstück wird, das ist der graue Bereich, der Antrags- und Dokumentenassistent sein. Für insgesamt 8 verschiedene Bauantragsverfahren wird er entwickelt, um dann dort auch entsprechend Bauanträge für alle denkbaren Bauvorhaben einreichen zu können. Und das ist nicht ganz trivial. Ich mache auch keinen Hehl daraus, dass wir gegenwärtig ziemlich hängen an einer technischen Schwierigkeit, die wir aber mit unseren Partnern in diesen Tagen und Wochen, denke ich, auch gelöst bekommen werden. Und das wird schon ein Quantensprung sein, wenn man dann also, egal ob es in Bielefeld ist, ob es in Dortmund ist oder ob es in Aachen ist, nach identischen Standards dann den Bauantrag auch einreichen kann. Sie finden im rechten Bereich dann nur schematisch dargestellt, wenn dann über den Zuständigkeitsfinder auch die jeweilige untere Bauaufsichtsbehörde ausgewählt ist und der Online-Antrag dort eingeht und auch eine Kommunikation mit dem dort jeweils eingesetzten Fachverfahren, da gibt es rund 10 verschiedene in der Praxis, kommuniziert, wie das System funktionieren wird. Und da kommt dann eben auch diese in grün gehalten und eine Kollaborationsplattform im kommenden Jahr ins Spiel, um dann medienbruchfrei und durchgängig digital das Verfahren auch
abbilden zu können. Das ist der Stand, den wir dort haben. Der ist, denke ich, ziemlich einmalig bisher in Deutschland. So würde das aussehen, wenn Sie auf das Bauportal gehen. So sieht beispielsweise die Seite aus, wenn Sie dann den Antragsprozess starten. Da können Sie dann sehr nutzerfreundlich durchklicken und Sie finden in einem Informationsteil auch alle Informationen, die Sie rund um das Baugenehmigungsverfahren benötigen, also alle Erlasse beispielsweise der obersten Bauaufsichtsbehörde bis hin aber auch zu allen möglichen anderen Regelungen, finden Sie gebündelt an einem Ort. So viel dazu, sodass ich jetzt zu dem zweiten Punkt, zu BIM komme, bevor dann in einem dritten Teil die beiden Dinge verschnitten werden. BIM ist ebenfalls ein ganz wichtiges Thema für das Land Nordrhein-Westfalen, steht sogar im Koalitionsvertrag, ist also mit einer hohen politischen Bedeutung und auch mit den nötigen finanziellen Mitteln ausgestattet. Ich muss Ihnen das nicht vorstellen, wenn wir uns hier bei einer Building Smart Veranstaltung befinden, was eigentlich BIM ist. Ich will nur das Stichwort herausgreifen, dass es zu einem Umdenken doch der Beteiligten führen muss, weil es zu einer deutlich intensiveren Form der Kollaboration oder auch Zusammenarbeit in dieser Arbeitsweise aller Beteiligten kommen muss. Und das ist teilweise die größte Hürde, die man abbilden muss, überwinden muss, um BIM auch wirklich in der Fläche implementieren zu können. Und zu diesem Zweck, Herr Dischke hat es einleitend gesagt, haben wir ein BIM-Kompetenzcenter hier im Haus gegründet, das also ein zentraler Ansprechpartner auch sein soll für alle Beteiligten und Interessierten rund um das Thema BIM. Und wir haben verschiedene Dinge als Kompetenzcenter hier erarbeitet. Wir haben nicht nur Expertentreffen gemacht, Workshops durchgeführt, beispielsweise hier im Jahr 2019. Das ist nur mal so ein Eindruck, den Sie bekommen. Das war sehr interessant. Da finden Sie ganz wesentliche Akteure links in dem Gesamtbild, die sich hier sehr intensiv eingebracht haben. Sondern wir haben diese Veranstaltungen genutzt, um für uns wesentliche Schlussfolgerungen zu ziehen, wo auch ein Ministerium wirklich zum Thema BIM helfen kann. Und eine Schlussfolgerung, die wir getroffen haben, war die, dass wir die öffentlichen Bauherren sehr stark in den Blick nehmen, weil sie natürlich auch nachher Immobilienbewirtschafter sind. Es geht also darum, wenn man den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes abdecken möchte, dass es natürlich wichtig ist, dass dann auch ein öffentlicher Bauherr, der ja auch nachher Nutzer seiner Liegenschaft im Regelfall ist, sich sehr früh Gedanken darüber macht, für welche Zwecke und Anforderungen er denn dieses Gebäude überhaupt benötigt und sich eben frühzeitig darüber Gedanken machen muss, Stichwort AIA auf der Auftraggeberseite. Und wir versuchen also alle Kommunen insbesondere, aber auch die Landesdienststellen, also die öffentlichen Bauherren davon zu überzeugen, dass der BIM-Mehrwert doch deutlich größer ist als der BIM-Aufwand. Ich bin sicher, dass gleich Frau Dratler und Herr Hoffmann zum BIM-Aufwand auch einiges sagen werden. Aber wir sind der Überzeugung, dass sich am Ende der Mehrwert lohnt und eine Amortisierung gegenüber dem Aufwand eintritt. Und diese Amortisation tritt insbesondere dann in der Betriebsphase eines Gebäudes ein. Und das kann man in dieser Grafik sehr gut sehen. Hier dann nochmal die verschiedenen Stichworte dazu aufgenommen. Da möchte ich ganz besonders darauf hinweisen, die möchte ich Ihnen auch sehr ans Herz legen. Zwei Publikationen, die wir herausgegeben haben, eine Handlungsempfehlung zum Thema BIM. Auch wenn es insbesondere sich an die kommunalen Bauverwaltungen richtet, so dürften Sie aber auch sicherlich, wenn Sie von anderer Seite hier heute zugeschaltet sind, da viele wertvolle Informationen für sich finden, ist diese Publikation auf der Homepage des MHKBGs verfügbar. Darauf aufbauend haben wir noch einen Qualifizierungsleitfaden entworfen und herausgegeben, der sich insbesondere an die Qualifizierung des Personals richtet, weil natürlich man mit dem vorhandenen Personal, was vielleicht nicht immer zu den Digital Natives gehört oder auch im Studium schon Dinge zu BIM gehört hat, sich später weiterbilden muss. Und da dient dieser Qualifizierungsleitfaden doch
denke ich, in ganz besonderer Weise. Ich halte das mal hier relativ kurz, was genau in der Handlungsempfehlung und auch in dem Qualifizierungsleitfaden niedergelegt sind. Wie gesagt, er ist frei verfügbar und empfehle Ihnen, da einmal reinzuschauen. Wir wissen jedenfalls, dass auch aus anderen Bundesländern jetzt bei uns eine relativ große Nachfrage entstanden ist, weil es solche Schriften bisher noch nicht gegeben hat. Und wir hoffen, dass das Thema BIM dadurch etwas größere Verbreitung noch findet, gerade in dem großen Bereich der öffentlichen Bauherren oder auch der kleineren Büros, die sich mit BIM bisher noch nicht so viel beschäftigen konnten. Wir werden auf Basis dieses Qualifizierungsleitfadens auch eine sogenannte Kommunalschool anbieten. Die wird morgen übrigens, wir haben also ein gutes Timing heute, morgen das Licht der Welt erblicken. Das ist eine Zusammenarbeit mit der Bergischen Universität in Wuppertal. Das ist ein Schulungsprogramm, um insbesondere die Inhalte aus dieser Handlungsempfehlung und dem Qualifizierungsleitfaden auch dann wirklich praktisch in die Anwendung zu schulen und die Adressaten jetzt nicht mit den Schriften alleine zu lassen. Und unter 4 finden Sie hier beispielsweise auch natürlich verschiedene Unterstützungen. Einmal haben wir das Forschungsprojekt BIM-basierter Bauantrag unterstützt aus Nordrhein-Westfalen. Auch da war die Stadt Dortmund ja sehr, sehr hilfreich. Oder jetzt eben auch die praktische Erprobung in Anführungszeichen im Rahmen eines konkreten Bauvorhabens, das wir Ihnen heute gemeinsam vorstellen. Das nur so nachrichtlich, weil uns das sehr freut, dass wir jetzt auch, was innovative Bauverfahren angeht, hier in Nordrhein-Westfalen sehr weit vorne sind. Das erste 3D-Betondruckverfahren, also das erste in diesem Verfahren errichtete Wohnhaus in Beckum nahe Hamm, das auch von uns gefördert wurde und auch seine Daten aus einem BIM-Modell erhalten hat. Oder auch das eine Förderung, die wir gegenwärtig leisten. Der erste Mauerseilroboter, der gegenwärtig erprobt wird. Wir sind gespannt, ob diese Bauverfahren auch die Baubranche in den kommenden Jahren nachhaltig verändern werden auf der Baustelle. Und so komme ich jetzt auch zum letzten Teil, damit ich mich hier an die zeitliche Vorgabe auch halte, zum BIM-basierten Bauantrag. Von mir so beabsichtigt, dass man diese beiden Dinge, digitales Baugenehmigungsverfahren und BIM, doch einzeln vorstellt, um dann eben jetzt die Verschneidung zu zeigen, die die Sache sehr, sehr spannend macht, den BIM-basierten Bauantrag. Verschneidung deshalb, weil es einmal sowohl um die Erstellung des BIM-basierten Bauantrags des Bauherrn oder eben dann von Dratler Architekten umgesetzt geht, als auch um die BIM-basierte Prüfung durch die untere Bauaufsichtsbehörde, in dem Fall durch die Stadt Dortmund. Und der Hintergrund ist der, dass wir das eben schon angesprochene Forschungsvorhaben der Plan Bauen 4.0 GmbH, das im vergangenen Jahr abgeschlossen werden konnte, unterstützt haben und jetzt solche Vorhaben wie das heutige sehr, sehr stark dazu dienen, dass man die Dinge, die dort zum Beispiel in einer Modellierungsrichtlinie auch erarbeitet worden sind, dann wirklich in der Praxis erprobt werden. Und da sind wir doch sehr zufrieden über diese ganz sehr praktischen Erfahrungen, von denen wir gleich auch noch einiges hören werden. Die Bauministerkonferenz, das ist das große Gremium aller 16 Bundesländer und des Bundes zum Thema Bauen. Das hat noch einen weiteren Forschungsauftrag erteilt. Da geht es darum, die Anforderungen der Musterbauordnung ebenfalls zu analysieren, um dann auch zu schauen, ob es da noch Änderungsbedarfe gibt, um dann auch das Baurecht wirklich BIM-fit und BIM-fähig zu machen. Ja, und dann komme ich auch zum Schluss, bevor dann das Wort ja gleich Herr König von der Ruhr-Uni in Bochum bekommt, will da die Dinge nicht vorwegnehmen. Wir sind selber sehr gespannt, was wir heute Ihnen so noch vorstellen können, was dann auch in der Abschlussdokumentation niedergelegt sein wird, über die erste digitale und sogar BIM-basierte Baugenehmigung in Deutschland und den Weg dorthin. Dabei will ich es für heute erstmal zu Beginn hier bewenden lassen. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre
Aufmerksamkeit und bin sehr gespannt auf die Vorträge und die weitere Diskussion heute. Dankeschön. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Wilk, für diesen informativen Vortrag. Ich schaue hier gerade mal, ich glaube, Fragen im Chat haben wir im Moment nicht. Ich habe die Information, wir haben 265 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Das ist natürlich sehr erfreulich. Und ich denke, die werden alle sehr gespannt und interessiert ihren Ausführungen gelauscht haben. Ich darf vielleicht nochmal fragen, wie sehen Sie es denn, Herr Dr. Wilk, wann wird es denn dann wirklich Standard werden? Ist man schon so weit, dass man demnächst eventuell bei jedem Bauamt in Nordrhein-Westfalen einen solchen Antrag stellen kann? Das ist ein bisschen provozierend gestellt, die Frage, ich gebe es zu. Oder wann rechnen Sie denn damit, dass es vielleicht so sein könnte? Also der digitale Bauantrag, das ist tatsächlich jetzt möglich. Wir haben den Antragsassistenten deshalb aktuell nicht freigeschaltet, weil wir bei ganz großen Dateiumfängen noch ein Problem haben. Es funktioniert technisch, aber bei den ganz großen Sonderbauten, die einfach sehr datenintensiv sind, haben wir noch manche Schwierigkeiten. Wir wollen natürlich nicht mit Kinderkrankheiten an den Markt gehen, möglichst. Inwieweit das dann BIM-basiert auch möglich ist, das wäre ja dann die nächste Stufe. Das hängt von so vielen Faktoren ab. Da werde ich Ihnen jetzt sicherlich, haben Sie Verständnis für, keinen Zeitpunkt nennen können, so schön das wäre. Aber es darf nicht mehr allzu lang hin sein, weil wir in Zeiten der Digitalisierung natürlich gar nicht die Zeiträume uns nehmen können, die man sich früher vielleicht für solche Change-Prozesse hätte nehmen können in der analogen Welt. Wir werden aber, da bin ich sehr gespannt, gleich sicherlich auch noch spätestens in der Diskussion darüber sprechen, für welche Projekte lohnt sich denn eigentlich eine BIM-basierte Bauantragstellung, weil natürlich der Aufwand auch an bestimmten Stellen, insbesondere auf der planerischen Seite, aber auch nachher bei der Genehmigungsprüfung sehr hoch ist. Da bin ich sehr gespannt, ob man auch für das kleine Einfamilienhaus sagen würde, es wird demnächst einen BIM-basierten Bauantrag geben, aber dazu vielleicht dann gleich mehr. Wir arbeiten jedenfalls, Herr Dischke, alle mit Hochdruck daran, dass es möglichst schnell geht, wollen es aber in Schritten machen, erstmal den normalen digitalen Bauantrag jetzt ans Laufen bekommen und dann kümmern wir uns als nächstes um den BIM-basierten Bauantrag und dessen Umsetzung dann auch in der Praxis. Sehr schön. Und wenn Sie mir noch unter sozusagen uns Juristen eine Frage erlauben, wie tiefgreifend soll denn der Digitalisierungsprozess sein? Wir reden davon, wir haben ja zum Beispiel sowas wie Ermessensvorschriften auch in der Bauordnung oder wir kennen sowas wie eine Begriffsbestimmung Nutzungseinheit in der Bauordnung. Ich denke mal, nicht jede Fragestellung oder nicht jedes Problem aus der Bauordnung wird mit einem Algorithmus gelöst werden können. Es wird immer ein Mensch im Hintergrund noch möglicherweise zu entscheiden haben. Ist das so richtig? Also das sehen wir schon so. Wir wissen zwar auch, dass viel geforscht wird, gerade an den Hochschulen, auch zum Thema künstliche Intelligenz im Bereich des Baugenehmigungsverfahrens, also die angesprochenen Algorithmen. Sie können aber sicherlich im Massengeschäft oder den Dingen bei bestimmten Kollisionsprüfungen, bei Abstandsflächen und Ähnlichem viel, sagen wir mal, menschliche Arbeit doch abnehmen. Teilweise sind ja Fachsoftwaren jetzt schon in der Lage dazu, aber doch nochmal in größerem Umfang. Und das erhoffen wir uns. Aber bei den komplexeren Dingen sind wir, glaube ich, noch sehr weit weg, dass das von einem Algorithmus übernommen werden könnte. Und das beabsichtigen wir auch offen gestanden nicht, weil doch gerade Ermessen nach unserem Verständnis nur von einem Menschen wirklich ausgeübt werden sollte. Jetzt sehe ich gerade eine Frage ist im Chat doch gestellt worden. Vielleicht können wir die noch ganz kurz beantworten. Ich darf sie mal eben vorlesen. Erfolgte bei der Entwicklung des digitalen Bauantrags auch eine Betrachtung und Reformierung der Fachverfahren? Diese sind es ja, die aktuell und in der Praxis oft lange und aufwendige Bearbeitungszeiten auf allen Seiten mit sich bringen. Können Sie dazu schon Ausführungen machen, Herr Dr. Will? Die Frage scheint mir gestellt worden zu sein von jemandem, der mit Fachverfahren zu tun hat. Also das möglicherweise von einer unteren Bauaufsicht oder zumindest indirekt das mitbekommen hat. Die Frage ist nämlich sehr berechtigt. Wir haben allein in Nordrhein-Westfalen rund 10 verschiedene Fachverfahren, die in den 212 unteren Bauaufsichtsbehörden im Einsatz sind, auf die wir als Land, weil es natürlich dem privaten Sektor zuzuordnen ist, von den Herstellern keinen direkten Einfluss haben.
Und wir hadern selber damit, dass natürlich die Hersteller selbst erst darauf reagieren, wenn die entsprechende Nachfrage da ist. Und erst jetzt kommt nach und nach die Nachfrage, beispielsweise, dass der X-Bau 2.2 Standard, der erst seit November, Dezember des vergangenen Jahres überhaupt in der Welt ist, dann in den Fachsoftwaren noch gar nicht verankert ist. Der Marktführer, ohne jetzt den Namen hier zu nennen, beispielsweise setzt es gegenwärtig erst um, obwohl es klar war, dass dieser Standard kommt, und das verzögert die Verfahren jetzt durchaus etwas. Also wir sprechen mit den Fachverfahrensherstellern, drängeln auch sehr stark, haben aber keinen direkten Einfluss aus unserem Bericht. Ja, vielen Dank für die Auskünfte, Herr Dr. Wilk. Wir werden Sie nachher auch in der Podiumsdiskussion wiedersehen und wieder hören. Wobei ich auch gleich ergänzen darf, Sie haben noch einen Nachfolgetermin, müssen sich möglicherweise einige Minuten vorher verabschieden, aber ich denke mal, den Beginn werden Sie am Beginn werden Sie auch noch anwesend sein. Ich darf jetzt überleiten zum nächsten Referat, das wir vorgesehen haben in unserem Programm über die technischen Voraussetzungen des BIM-basierten Bauantrags. Und da hilft uns Herr Professor Markus König von der Universität Bochum, der dort seit 2009 den Lehrstuhl für Informatik im Bauwesen leitet. Herr Dr. König leitete auch die erste wissenschaftliche Begleitung der Pilotprojekte des Bundes zur Anwendung von Building Information Modeling im Infrastrukturbau, war Mitglied des Expertenteams zur Entwicklung des Stufenplans Digitales Planen und Bauen des BMVI und ist aktuell stellvertretender Leiter des Nationalen Zentrums für die Digitalisierung des Bauwesens bei BIM Deutschland. Professor König veröffentlichte mehr als 250 Fachbeiträge und leitete mehrere große Forschungsprojekte, und für seine wissenschaftlichen und praxisnahen Aktivitäten zur Digitalisierung des Bauwesens erhielt er 2016 den Preis der Bauindustrie Niedersachsen-Bremen und 2020 die Konrad-Zuse-Medaille des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe. Lieber Markus, ich darf dich ganz herzlich bitten, uns nun über die technischen Rahmenbedingungen für den BIM-basierten Bauantrag auf den neuesten Stand zu bringen. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank, Eduard. Ich hoffe, man kann mich auch hören und meinen Bildschirm sehen. Ja, herzlichen Dank und natürlich auch Herr Dr. Wilk, herzlichen Dank für die gute Überleitung, denn ich wollte mich eben nicht so auf das Parkett der Politik begeben, sondern mich natürlich mehr um die Technologie dahinter, der Technologie etwas widmen und im Prinzip ein bisschen näher erläutern, wie sind wir insgesamt in den letzten Jahren dort vorgegangen und natürlich auch so ein paar Inputs geben, was war jetzt eigentlich so Basis dann auch für die digitale Baugenehmigung oder den digitalen Bauantrag oder BIM-basierten Bauantrag jetzt in Dortmund. Und würde jetzt im Prinzip erstmal nochmal ganz kurz, Sie haben es ja auch schon mal vorgestellt, Herr Dr. Wilk, es gab zwei wesentliche Projekte dazu, ein abgeschlossenes Projekt gefördert durch Zukunft Bau, durch das Zukunft Bauprogramm, durch das Bauministerium unter der Leitung von Plan Bauen mit verschiedensten Partnern. Dort war dann auch natürlich das Land NRW, die Stadt Dortmund, aber auch die Stadt Hamburg dabei. Wesentliche Unterstützung haben wir auch dort natürlich von Planern, Core-Architekten erhalten. Insgesamt haben wir auch dort mit verschiedenen Verbänden, Kammern zusammengearbeitet, um natürlich auch hier im Prinzip zu überlegen, wie kann man jetzt dieses Thema BIM verknüpfen eben mit dem mit der digitalen Baugenehmigung. Darüber werde ich jetzt eben gleich noch ein bisschen natürlich berichten. Das ist auch die wesentliche Basis dann natürlich dann für die dann jetzt vorgenommenen digitalen oder BIM-basierten Bauantrag in Dortmund. Des Weiteren haben Sie auch schon erwähnt, arbeiten wir gerade, hat am Anfang dieses Jahres jetzt gestartet. Wir haben gedacht, wir führen das ein bisschen weiter und beschäftigen uns jetzt nicht nur im Prinzip mit den Prozessen, sondern auch wirklich die Umsetzung der Musterbauordnung in entsprechende Prüfregeln und in BIM-basierte Prüfwerkzeuge. Das ist gerade sozusagen gestartet. Wir haben dazu auch entsprechende Workshops, insbesondere mit den Ländervertretern, aber auch versuchen wir natürlich auch über Building Smart jetzt gerade einen Roundtable haben wir durchgeführt und auch eine Fachgruppe dort einzurichten, dass wir uns vielleicht auch einer größeren
Gruppe eben diesem Thema widmen. Ich denke mal, hier sind auch wirklich alle gefragt, damit wir dann hinterher auch eine ja, praktikable Lösung vielleicht finden werden. Wie gesagt, ja, haben uns natürlich sehr gefreut, dass wir hier natürlich auch bei beiden Projekten dementsprechend unterstützt wurden und so viele ja, Partner gefunden haben, die natürlich auch bereitwillig uns Daten zur Verfügung gestellt haben. Dazu gehörten natürlich auch Drahtarchitekten, mit denen wir da auch sehr intensiv, insbesondere ja bei der Modellierungsrichtlinie dann zusammengearbeitet haben. Nochmal ganz kurz, was war dann unser ja, Ansatz, den wir natürlich verfolgt haben im ersten Projekt? Also wir haben im Prinzip erstmal ein bisschen analysiert. Ich habe hier mal ein Bild auch aus NRW genommen vom Ministerium, wo wir im Prinzip erstmal analysiert haben, welche Aspekte lassen sich überhaupt von solchen Bauordnern oder von solchen ja, Richtlinien ja automatisch prüfen? Wie können diese denn auch überführt werden? Wie muss dann natürlich dementsprechend, wir gehen dann eben bei uns immer davon aus, dass wir ein BIM-Modell haben oder ein digitales Modell oder mehrere Modelle natürlich, wie sind die strukturiert und aufgebaut? Und aktuell, das ist jetzt eher die Fragestellung, die wir uns, der wir uns jetzt gerade im neuen Projekt auch widmen, wir können im Prinzip solche Prüfregeln nicht festcodiert in einer bestimmten Software hinterlegt werden, sondern eben ja so offen und transparent beschrieben werden, dass sie für jedermann auch nachvollziehbar sind und natürlich auch durch verschiedene Werkzeuge vielleicht in gleicher Art und Weise genutzt werden können, sodass wir hier auch wieder einen offenen Standard bekommen. Und ich denke mal, das Thema offene Standards ist ja insbesondere sehr wichtig, weil wir ja nicht wissen, mit welchen Werkzeugen die einzelnen Planer dann arbeiten, sodass wir natürlich im gesamten Prozess eher auf offene Standards setzen. Dazu gehört natürlich, wir haben es eben gerade auch schon ein bisschen gehört, auch andere Standards, die jetzt nicht das IFC-Format sind, was ja dann natürlich für das Modell eine Rolle spielt. Also wir haben uns im Projekt eben auch mit den vorhandenen Standards wie X-Planung, wo im Prinzip Geodaten zur Verfügung gestellt werden für Bauleitplanung, Raumordnung und so weiter, die natürlich eine wesentliche Grundlage sind, die natürlich auch digital zur Verfügung gestellt werden müssen. Einiges funktioniert eben schon über Geoportals oder manche haben eben entsprechende Plattformen schon eingerichtet. Und das ist natürlich sehr wichtig, dass auch diese Daten natürlich dann eine Grundlage dann für die Planung liefern und natürlich auch dementsprechend eine Grundlage für die Prüfung natürlich geben, wenn wir dort natürlich dann entsprechende Aspekte der Bauleitplanung mit ja, berücksichtigen. Des Weiteren für den rein digitalen Bauantrag spielt eben das X-Bau-Format, wir haben es gerade schon gehört, in verschiedensten Versionen eine gewisse Rolle. Ganz wichtig war für uns auch, das Ganze so zu betrachten, wie können wir diese Kommunikation auch mit einem BIM-Modell noch weiter unterstützen, Gott sei Dank. Wurde schon immer das angedacht, das ist eigentlich sehr schön, dass dort im Prinzip im Bereich von XBau immer schon vorgesehen war, dass neben einem PDF auch ein Modell ja, übertragen werden kann. Das kann dann zu großen Datenmengen führen, das kann ich mir vorstellen. Dort ist eben das IFC-Format explizit genannt und ist sozusagen zugelassen. Und wir haben natürlich auch überlegt, wie können wir da vielleicht auch die Kommunikation, denn im Wesentlichen ist X-Bau eben für die digitale Kommunikation zwischen den Beteiligten ja definiert. Wie können wir natürlich da auch Aspekte, wie kommunizieren wir am Modell natürlich das Ganze untersuchen? Also für uns war natürlich, sind diese beiden Standards die auch sehr wichtig und sind ja auch sozusagen gesetzt, wenn wir dort im Prinzip auch solche Bauportale oder Geoportale jetzt in Zukunft einrichten. Insgesamt ein sehr komplexes Bild. Ich hoffe, man kann es noch einigermaßen lesen. Ich würde es mal ganz kurz erklären. Wir haben uns dann überlegt, wie funktioniert so ein Prozess ab? Wie kommen wir im Prinzip dann hinterher natürlich zu einem BIM-basierten Bauantrag? Wir gehen erstmal davon aus, dass wir vielleicht gewisse Planungsinformationen über das X-Planungsformat im Prinzip den ja, Architekten, den Planern zur Verfügung stellen, die natürlich dann ein entsprechendes Antragsmodell, wir haben es mal so genannt, erstellen, dass sie dort natürlich auch schon gewisse Aspekte, die vorgegeben sind, zum einen aus der X-Planung natürlich berücksichtigen, zum anderen natürlich auch eine Vorprüfung sozusagen schon vorsehen können. Das heißt also, dass hier entsprechende ja, Bauordnungen schon hinterlegt sind. In dem ersten Projekt haben wir uns das mal so ein bisschen auszugsweise angeschaut
und haben uns da auch überlegt, wie könnte man eine regelbasierte Vorprüfung auf Antragstellerseite machen, sodass man auch sicher ist, dass man alles richtig vielleicht eingetragen hat oder dass im Prinzip dort auch die entsprechenden Normen natürlich und Richtlinien berücksichtigt wurden. Des Weiteren haben wir uns dann damit beschäftigt, dass ganz viele Informationen, die wir vielleicht aktuell manuell in eine Maske, in eine Oberfläche eintragen, auch über ein Bauportal, schon per se im IFC-Modell oder im ja, entsprechenden BIM-Modell vorhanden sind, sodass gewisse Informationen sozusagen extrahiert werden können. Und wir haben dann dort eben auch einen ja, Generator erstellt, der eben eine X-Bau-konformen Antrag generiert, der dann im Prinzip über einen entsprechenden Service auch, wie das Bauportal vielleicht in NRW, eingereicht werden kann und dann natürlich eben dort als Nachricht, wie wir es auch schon von Herrn Dr. Wild gehört haben, dann verteilt wird. Nur dass natürlich jetzt in dieser Nachricht eben auch dazu das entsprechende Modell hinterlegt wird und die ganze Kommunikation läuft dann ja über das X-Bau-Format, sodass natürlich auch wiederum ja, Anmerkungen oder auch dann im Endeffekt natürlich die Genehmigung dann auch zurückgespielt werden kann, insbesondere natürlich Anmerkungen, wenn irgendwo Nacharbeiten erforderlich sind. Wir haben uns, ich will auch diesen ganzen Prozess nicht im Detail durchgehen, sonst würde ich auch ein bisschen den Rahmen sprengen. Wir haben uns eben verschiedene Use Cases angeschaut, eben auf Antragstellerseite, haben uns in verschiedensten ja, Diskussionen haben wir uns Mehrwerte sozusagen überlegt, was ist sozusagen dort relevant. Natürlich, ich habe jetzt natürlich immer ein bisschen das Positive hervorgehoben, aber es gibt natürlich auch Aufwände bei der Modellierung. Auch das ist ganz klar, wenn Sie da weitere Informationen auch benötigen. Wir haben auch dazu schon einen Abschlussbericht veröffentlicht. Ist auf diesen Webseiten, die ich am Anfang hatte, ist das auch zum Download verfügbar. Insgesamt haben wir uns dann diesen ganzen Kommunikationsprozess angeschaut und haben uns auch überlegt, an welchen Punkten spielt jetzt BIM eine Rolle in Form von einem Modell, in Form von BCF für die Kommunikation von irgendwelchen ja, Ausnahmen, die wir haben oder Rückmeldungen. Wo können wir zum Beispiel auch Prüfregeln jetzt erstmal zum einen für die Qualitätssicherung, also auf Basis des von zum Beispiel Model View Definitions erzeugen? Wo haben wir vielleicht spezielle fachliche Prüfregeln, die eben entsprechende Aspekte der Landesbauordnung oder der Musterbauordnung dann vorsehen? Sie sehen, überall gibt es sozusagen verschiedenste Anknüpfungspunkte, wo im Prinzip BIM oder die entsprechend dort verwendeten Datenformate eine gewisse Rolle führen. Natürlich haben wir uns auch die Behördenseite angeschaut. Da nochmal herzlichen Dank, insbesondere natürlich an die Stadt Dortmund und auch natürlich an die Stadt Hamburg, mit denen wir sehr, sehr intensiv dort hin und her diskutiert haben. Wie kann man das machen? Wie kann man vielleicht auch jetzt entsprechende ja, Systeme nutzen? Natürlich haben wir jetzt keine kompletten Implementierungen vorgenommen, dass da jetzt komplizierte Prüfwerkzeuge vorhanden sind oder entsprechende Systeme. Wir haben das natürlich eher so ein bisschen prototypisch erstmal überlegt und haben natürlich gewisse Vorteile auch dort gesehen. Nichtsdestotrotz war natürlich immer im Fokus, dass die Prüfung hier natürlich sowohl natürlich visuell anhand des Modells vorgenommen wird, teilweise eben automatisiert, aber natürlich gewisse Aspekte benötigen eben auch noch intensivere ja, manuelle ja, Überprüfung, sodass wir hier sicherlich immer nur von einer Teilautomatisierung insgesamt sprechen können. Wir haben also erstmal herausgefunden, dass dieser Ablauf so auch mit den vorhandenen Formaten, glaube ich, ganz gut funktioniert und haben natürlich jetzt gewisse Anforderungen definiert. Wenn wir jetzt sowas, ja, ein Modell einreichen wollen, muss das ja entsprechend immer in der gleichen Art und Weise natürlich aufgebaut sein. Und es müssen gewisse Informationen natürlich in einer bestimmten Form hinterlegt sein, sodass wir sie natürlich dann im Prinzip automatisiert mit den Regeln natürlich prüfen können. Es hilft uns nichts, wenn das eine mal das so heißt und das andere mal so, dann haben wir sehr viele Konfigurationen. Wir suchen dann auch die Informationen natürlich an den falschen Stellen. Das heißt, wir haben uns hier im Prinzip den Vorgaben, die ja auch vom Building Smart über die Information Delivery Manual im Prinzip definiert worden, im Prinzip orientiert, haben dort dann entsprechend Objektattributierung
vorgenommen, geometrische Randbedingungen beschrieben und natürlich auch so eine Modellierungsrichtlinie erstellt. Auch die steht in der ersten Version mit gewissen Vorgaben für gewisse Prüfregeln natürlich zur Verfügung. Und das war natürlich auch jetzt erstmal Basis für unseren BIM-basierten Antrag jetzt in der Stadt Dortmund. Darüber hinaus haben wir uns natürlich auch detaillierte Gedanken gemacht, wie wir solche Prüfregeln abbilden können. Das haben wir im ersten Projekt nur ganz, ganz in kleinen Art und Weise, auszugsweise mal uns angeschaut. Jetzt im zweiten Projekt haben wir gesagt, jetzt müssen wir genau das richtig angehen, wo wir den Prozess jetzt kennen. Wir wissen also, welche Formate wir nutzen können, müssen wir uns jetzt wirklich genau jeden Aspekt der Musterbauordnung, das ist jetzt unsere Aufgabe aktuell, anschauen. Wir wollen auch parallel dazu die Landesbauordnung in NRW natürlich noch zu betrachten. Da geht es natürlich um Gebäudeklasse, das den Brandschutz, Rettungswege und so weiter. Wir sind da schon wenigstens bei Gebäudeklasse und Brandschutz schon einen ganz guten Schritt gegangen und haben dort auch mit den entsprechenden Ländern schon die ersten detaillierten Prüfregeln durchgesprochen. Natürlich ist es ganz wichtig, dass man das erstmal beschreibt. Wie läuft so eine Prüfung? Was ist wichtig? Man muss irgendwo auch Begriffe klären. Man muss sich abstimmen. Was hat man darunter gemeint? Man muss es irgendwo dokumentieren. Und dann geht es natürlich auch darum, das in eine Prüfregelsprache umzusetzen. Da sitzen wir jetzt gerade dran. Also im Prinzip gibt es leider jetzt keine neutrale und offenen Standard dafür. Wir orientieren uns aktuell an verschiedensten Standards. Dazu gehört auch der MVD-Standard, aber auch andere Standards, die im Semantic Web sozusagen gerade für solche regelbasierten Dinge vorgesehen werden. Natürlich muss man das Ganze parametrisieren, weil natürlich spezielle Dinge natürlich sowohl auf Landesebene natürlich auch auf den einzelnen Fachverfahren dann im Prinzip definiert werden. Wie gesagt, gewisse Standardisierung brauchen wir und dazu brauchen wir natürlich auch eine gute Kooperation entsprechend mit Building Smart, insbesondere im Bereich der Regelprüfung. Deshalb versuchen wir eben, oder es ist ja kurz vor der Einrichtung einer Fachgruppe, die sich damit auch auf Ebene von Building Smart Deutschland beschäftigt. Auch international ist es ein Riesenthema, diese entsprechenden Regelprüfungen umzusetzen. Natürlich wollen wir auch das Ganze irgendwo gut visualisieren, bereitstellen, Prüfberichte und natürlich auch dann die Anbindung an entsprechende Plattformen schaffen. Finde ich sehr schön, dass man jetzt natürlich auch dort eben solche Plattformen in NRW umsetzt. Hier nochmal so ein bisschen auszugsweise, wie so eine Modellierungsrichtlinie aussieht. Wir haben immer ein Bildchen dazu gemacht, eine Beschreibung zu zum Beispiel Nebenanlagen und haben uns irgendwie überlegt, was sind so die Informationen, was muss ich modellieren von der Geometrie an zusätzlichen Objekten. Ich denke mal, da werden wir gleich ein bisschen was zu hören, was da vielleicht die Herausforderung war und wo es dann vielleicht doch das eine oder andere Problem gab. Und daraus konnten wir natürlich dann entsprechende Vorlagen schaffen, damit das in den Modellen hinterlegt wird. Da sitzen wir immer noch natürlich dran, das zu verfeinern und auch zu vervollständigen. Und da ist jeder Input natürlich herzlich willkommen. Für die Kommunikation setzen wir auf BCF. Ich glaube, darüber muss ich jetzt auch nicht weiter erzählen. Also wir können über Abweichungsanträge dort eben auf BCF-Basis auch übertragen und können natürlich auch entsprechende Kommunikation unterstützen. Ich gebe jetzt hier vielleicht mal so ein bisschen den Ausblick und dann vielleicht auch die Überleitung dann zu dem mehr, wie habe ich es im realen Projekt gemacht? Also insgesamt müssen wir uns natürlich noch weiter über Regelsätze und Modellierungsrichtlinie auseinandersetzen. Wie schon gesagt, wir werden jetzt gerade, wir sind noch dabei, wir sind ein bisschen im Verzug, Herr Dr. Wilk, wir werden das aber jetzt zügig fertigstellen, dass wir das auch in einem Bericht natürlich sozusagen kritisch hinterleuchten, was war denn wirklich der Aufwand, wo gibt es noch Probleme, aber entsprechend ist es natürlich auch wichtig, insbesondere bei den Regelprüfungen weiterzuarbeiten und natürlich würden wir uns immer weiter freuen, Herr Oppländer, sind herzlich willkommen für das nächste Bauprojekt. Natürlich, wir brauchen auch weitere Evaluierungen. Also wir sind da ganz offen für weiteren Austausch, um das eben auch wirklich praxisnah dann wirklich umzusetzen und dass wir das auch dementsprechend immer wieder anpassen können.
Genau, an der Stelle bedanke ich mich. Wie gesagt, ansonsten stehe ich gerne jetzt noch für, wenn ich noch eine Minute habe für eine Frage, dann auch noch für eine Frage zum Verfügung. Dankeschön. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Markus. Ein großer virtueller Applaus für deinen Vortrag, für die Vorstellung der technischen Rahmenbedingungen. Ich finde, das war sehr lehrreich, sehr instruktiv und man konnte das sehr gut nachverfolgen. Ich würde zwei Dinge auch nochmal gleich aufgreifen, die du schon erwähnt hast, nämlich einerseits den Roundtable Digitalisierung der Musterbeordnung, der bei Building Smart im April stattgefunden hat. Daraus gründet sich im Moment ja eine Projektgruppe, die sich um das Thema Digitalisierung der Musterbeordnung kümmert, bei der weitere Mitstreiter sehr gerne und herzlich zur Mitarbeit eingeladen sind. Wenn sich jetzt Ihr interessierte Zuhörer finden, setzen Sie sich bitte mit der Geschäftsstelle von Building Smart in Verbindung. Die Kontaktdaten erhalten Sie über die Website von Building Smart, buildingsmart.de. Und hinterlegen Sie dort gerne Ihren Wunsch auf Mitarbeit bei der zukünftigen Projektgruppe. Ich darf auch noch erwähnen, dass die Referenten so freundlich waren, die Unterlagen auch für alle Teilnehmer zur Verfügung zu stellen. Sie finden diese hier bereits hinterlegt in diesem Tool im Unterlagenordner. Dort finden Sie also die heutigen Vorträge. Und ich würde vorschlagen, du bist ja noch bei der Diskussion nachher anwesend, lieber Markus, dass wir gleich übergehen zum nächsten Referat und ohne die bisher gehaltenen Vorträge zurücksetzen zu wollen, sozusagen das Herzstück unserer heutigen Präsentation. Denn wir erfahren ja nun aus erster Hand von dem Pilotprojekt aus Dortmund und zwar von der federführenden Architektin und von dem zuständigen Leiter im Bauaufsichtsamt. Ich darf die Herrschaften und den Herrn und die Dame kurz vorstellen. Das ist Frau Architektin Tina Dradler, geboren in Stuttgart und nach einer Ausbildung als Metallbauerin studiert bis zum Diplom 2004 an der Kunstakademie Stuttgart in Architektur und Design. Anstellungen in Archimedia Lab Stuttgart und bei Auer Weber Assoziierte in München. Nach diesen Beschäftigungen kam sie nach Dortmund und ist heute Prokuristin im Büro Dradler Architekten in Dortmund. Und Herr Nils Hoffmann ist studierter Architekt, Fachhochschule Dortmund und bei der Bauaufsicht der Stadt Dortmund angestellt, seit 2016 dort Mitarbeiter in der Bereichsleitung der Bauaufsicht mit den Tätigkeitsschwerpunkten Baugenehmigungsverfahren bei Großprojekten und, was uns jetzt hier heute im Rahmen auch vor allem besonders interessiert, Digitalisierung des Baugenehmigungsverfahrens mit und ohne BIM steht hier in Klammern. Liebe Frau Dradler, lieber Herr Hoffmann, die virtuelle Bühne gehört Ihnen. Wir freuen uns auf Ihre Einführung. Gut, also herzlich willkommen auch von unserer Seite und vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, dass wir hier unser Pilotprojekt in Dortmund mal vorstellen können. Funktioniert die Übertragung? Also wir sehen unser Bild jetzt nämlich gerade nicht. Ja, funktioniert. Wunderbar. Danke für die Rückmeldung. So, wir haben das Ganze so aufgeteilt, dass wir einmal ein bisschen was über die Vorbereitung erzählen. Das heißt, wie wurde das Ganze modelliert? Was war dafür notwendig? Dann zu dem Thema der Einreichung und dann wird der Herr Hoffmann zum Thema der Prüfung und der Genehmigung einiges erzählen. Genau, also ganz kurz zu unserem Team. Also das Projekt lief, also wie wir es schon gehört haben, mit dem Land Nordrhein-Westfalen, der Stadt Dortmund und der Ruhr-Universität in Bochum und unserem ganzen Projektteam. Ja, kurz zu uns. Die Bauaufsicht der Stadt Dortmund hat im Moment circa 90 Beschäftigte, ist unter anderem, wie Herr Dr. Wild das eben schon gesagt hat, Modellkommune im Projekt Digitales Baugenehmigungsverfahren, da erstmal ohne BIM. Ich selbst arbeite in der Bereichsleitung der Stadt Dortmund, der Bauaufsicht, bin nicht der Leiter der Bauaufsicht, aber Mitarbeiter der Bereichsleitung
und war vor 2 Jahren ungefähr auch beratend tätig im Bundesforschungsprojekt BIM-basierter Bauantrag. Genau, dann kurz 2 Worte zu uns, damit Sie ein bisschen eine Vorstellung haben. Also wir sind kein großes Büro, also wir haben 15 Mitarbeiter, sitzen hier in Dortmund, aber haben schon sehr viel Erfahrung in der 3D-Planung über die Jahre gesammelt und durch die Erfahrung in den großen Büros, in denen wir vorher gearbeitet haben, haben wir einfach schon sehr viel BIM-Erfahrung mitgebracht und haben diesbezüglich zum Beispiel 2012 schon einen Vortrag zu diesem Thema gehalten. Genau, dann starten wir auch direkt mit unserem Projekt. Es ist ein Projekt in Dortmund auf Phoenix West. Und zwar, es handelt sich dabei um ein Bürogebäude mit Montagehalle und Stellplätze. Und zwar ist es der Neubau der Firma Lewis Oplender. Genau, also das Projekt ist auch nicht allzu groß. Also es hat eine BGF von 3000 Quadratmetern. Das war auch ein ganz gutes Kriterium, um das Ganze wirklich mal durchzutesten und auch den Überblick hier nicht zu verlieren. Genau, die Bauantragseinreichung, die erste Version, da kommen wir nachher noch drin, wird dazu, war Oktober 2020 und die Fertigstellung 2022. Hier haben Sie mal so einen Überblick über das ganze Gebäude, was man hier, glaube ich, ganz gut sehen kann. Also, dass die Topografie auch recht bewegt ist, dass wir hier auch einen Geschossunterschied haben zwischen dem Eingangsniveau zum Bürogebäude oben und unten diese Zufahrt zur Montagehalle, die sich unter dem Gelände befindet. Das heißt, es war schon auch, um jetzt diese Regeln zu prüfen, ein gewisser Anspruch einfach da. Genau, hier sehen wir das einfach nur noch mal einmal im Grundriss, im Lageplan drin. Also das ist das Bürogebäude und das ist die Montagehalle dahinter, der untere Platz, Stellplatz und der obere. Genau, hier sieht man nochmal ganz schön, also dass das ganze Gebäude wirklich in die Landschaft integriert ist. Genau, so soll das Ganze dann aussehen, wenn es fertig ist. Also es steht auch direkt neben dem Hirschgasometer. Gut, wir haben uns hier in einer Zeitschiene mal ein bisschen notiert, wie das Ganze losgestartet ist, wann das Ganze losgestartet ist. Ich möchte jetzt nicht auf die einzelnen Punkte alle eingehen, aber ich glaube, man kann ganz gut sehen, dass wir im April 2019 schon den ersten Kontakt hatten und die erste Einreichung des BIM-basierten Bauantrags war im Oktober 2020. Das heißt, im Vorfeld sind doch einige Abstimmungen getroffen worden. Und dazu gab es dann immer regen Austausch wieder mit dem Ministerium der Stadt Dortmund und der Ruhr-Universität. Genau, und final eingereicht wurde es dann im Februar 2021 und genehmigt dann Ende Februar 2021. Gut, zu dem Forschungsprojekt im Vorfeld haben wir jetzt gerade schon einiges gehört. Ich möchte nur noch mal als Folie einmal zeigen, dass wir uns an diese Modellierungsrichtlinien aus diesem Forschungsprojekt eben gehalten haben und dass wir da einfach bestimmte Punkte rausgegriffen haben, die uns dann vertieft dann auf jeden Fall noch mal angeschaut haben. Genau, in diesen Modellierungsrichtlinien gibt es auch jede Menge Property Sets, also Attributsets, die hinterlegt werden müssen, um bestimmte Informationen an die Bauteile dran zu schreiben. Wie Professor König gerade eben schon sagte, durften wir bei diesen Modellierungsrichtlinien mitwirken durch die Erfahrungen, die wir in dem Projekt Ocean 21 hier in Dortmund sammeln konnten. Das ist in der gleichen Teamkonstellation wie hier der Neubau Lewis Oplender. Und dadurch, dass es im vollständigen Open BIM-Prozess erarbeitet wurde, konnten wir da einfach mit unseren Erfahrungen beitragen. Gut, dann kommen wir zu den Vorbereitungen der Stadt Dortmund. Seitens der Bauaufsicht der Stadt Dortmund musste natürlich ein bisschen was vorbereitet werden. Zum einen war das die Software- bzw. Hardware- und Lizenzbeschaffung. Wir haben uns hier für die Software Solibri Office entschieden. Und falls unter den Teilnehmenden auch Mitarbeiter behördlicherseits sind, die wissen, wie lange so ein Verfahren dauern kann bei der Stadt, das sollte man frühzeitig angehen. Hardware musste ausgetauscht werden, entsprechende Grafikkarten und Arbeitsspeicher angeschafft werden und Mitarbeiter geschult. Nicht zuletzt sollte man erwähnen, dass wir einen Bauantrag für Erdarbeiten in klassischer Papierform quasi schon mal vorgezogen haben
um die notwendigen Stellungnahmen der einzelnen berührten Stellen schon mal einholen zu können. Gut, dann kommen wir zu unseren Vorbereitungen. Also wir mussten zum Glück keine neue Hardware einschaffen und konnten einfach schon sehr viel Wissen mitnehmen oder für dieses Projekt. Deswegen möchte ich speziell auf diese ganzen Modellierungen und auf die Wege eingehen. Was hat gut geklappt, was hat nicht so gut geklappt? Genau, ich fange einmal an bei dem Punkt Verortung. Ich denke, das machen ja viele so, auch in diesen Modellierungsrichtlinien, dass es einen Koordinationswürfel gibt, der entsprechend eine georeferenzierte Lage hat, damit der Nullpunkt und die Lage eben genau definiert ist. Auch hier das Grundstück wurde eben komplett modelliert und eben der IFC-Struktur IFC-Site zugeordnet. Entsprechend wurden hier auch dann die notwendigen Informationen für Flure, Flurstücke, Gemarkungen und so weiter entsprechend hinterlegt. Hier sieht man jetzt einmal in der Prüfsoftware, dass es auch entsprechend so ankommt. Dann kommen wir zu dem Punkt des Gebäudes an sich. Da sind natürlich auch einige Informationen notwendig, auch wieder auf der Strukturebene, der IFC-Strukturebene AFC Building einsortiert, dass wir hier einfach beschreiben, was ist das für eine Art von Gebäude, was haben wir für eine Gebäudeklasse und so weiter und so fort. Hier auch wieder die entsprechende Kontrolle in der Prüfsoftware. Natürlich ist in den Modellierungsrichtlinien auch vorgegeben, also dass man nach Geschossen modellieren soll, aber ich denke, das sollte klar sein. Ein ganz wichtiger, wesentlicher Punkt sind natürlich diese ganzen Flächenberechnungen, die notwendig sind für die Bauantragseinreichung. Hier haben wir sehr, sehr viel mit Räumen modelliert nach den Modellierungsrichtlinien. Hier sieht man einmal die BGF, dass die auch gleichzeitig natürlich durch die Höhe auch die BRI ist, unterteilt in BRI, R und S. Und wir sind auch so weit gegangen, also dass die BGF eines Geschosses auch noch unterteilt ist in einzelne Räume, um gleichzeitig auch Informationen zum Beispiel zum Thema Brandschutz abzufächern, dass man auch gleich weiß, wo liegen die Brandabschnitte, die Nutzungseinheiten und so weiter. Dann gibt es die Räume, die Nettoflächen abbilden, die auch entsprechend also nach der Art der Nutzung mit Informationen hinterlegt sind. Also hier auch wieder die Unterscheidung nach der Raumumschließung R und S. Und auch hier haben wir zum Beispiel Informationen für den Brandschutz. Ist es ein Aufenthaltsraum, ja oder nein, entsprechend hinterlegt. Ja, wir haben ziemlich viel schnell gemerkt, dass wir doch noch einige Attribute mehr brauchen und haben diesbezüglich in Abstimmung mit der Stadt Dortmund eine Excel-Tabelle über die Attribute geführt und die entsprechend ergänzt, um dann die notwendigen Prüfungen und Informationen auch an das Modell ranzuschreiben. Hier nur einmal rausgegriffen, es gibt ja solche Geschichten auch wie die Baubeschreibung, diese Formulare, die wir ja als Information irgendwo unterbringen mussten. Auch diese Dinge haben wir hier an der Strukturebene IFC Building hinterlegt. Hier sind wir jetzt natürlich erstmal nach der Formularstruktur vorgegangen. Das würde man natürlich im nächsten Schritt dann ein bisschen anders gestalten. Das nächste ist zum Beispiel aber auch die Betriebsbeschreibungen, die diesen einzelnen Nutzungen in den Mietbereichen zugeordnet sind, die auf der Strukturebene der Zone hinterlegt sind. Also ich glaube, man konnte jetzt schon ganz gut raushören, also dass diese Daten einen ganz anderen Stellenwert bekommen. Also hier vielleicht auch einfach mal nochmal die Information, dass wir hier unsere Datenstruktur des Büros beibehalten haben und dass wir über einen Datenmanager diese Daten in die entsprechenden Datenbanken und Attributfelder übertragen haben. Dann muss man sich natürlich solche Gedanken machen, wie kann ich meine eigenen Daten prüfen? Dazu haben wir intern also auch die Möglichkeit, Datenvisualisierungen anzulegen, um zum Beispiel hier tragende Bauteile, jetzt haben wir gerade Brandschutz gesehen, oder Fluchtwege und so weiter uns anzeigen zu lassen. Also das ist auch ein ganz wichtiges Thema, bevor man das Ganze dann rausgibt.
Was wir wirklich eingereicht haben in Abstimmung mit dem Ministerium war einmal, wir brauchten jetzt doch in dem Fall, weil die Plattform noch nicht ganz fertiggestellt war und wir uns da noch nicht registrieren konnten, haben wir einmal eine Unterschrift in einem Bauantragsformular gebraucht, was entsprechend dann wegfällt. Die Vollmacht zum Bauantrag von unserem Bauherrn, ja, der Statistikbogen, der dahinter hängt. Dann haben wir den Lageplan zum Bauantrag inklusive der Berechnungen als PDF abgegeben. Den haben wir gebraucht, aber da wird der Herr Hoffmann gleich noch was dazu erzählen. Dann den textlichen Teil des Brandschutzkonzepts haben wir als PDF abgegeben und dann eben Standsicherheitsnachweis, Wärmeschutz und so weiter als PDF angehängt. Und wir haben aber das Gebäudemodell einmal als IFC abgegeben, die Außenanlagen haben wir als IFC extra abgegeben und wir haben jetzt hier einmal ein Bestandsgeländemodell abgegeben, dadurch, dass wir einen vorgezogenen Bauantrag für die Erdarbeiten hatten. Das hatte aber eigentlich nur Zeitgründe, dass wir einfach schon mal mit den Erdarbeiten anfangen konnten, bevor wir dann mit dem Gebäude loslegen konnten. Genau, und dann das Lüftungsgesuch als IFC und die bauordnungsrechtlichen Abweichungen als BCF und die planungsrechtlichen Befreiungen als BCF. Das werden wir aber gleich auch noch zeigen. Genau, also zusammengefasst mussten wir halt einfach die Attributsets anlegen, mussten uns mit dem Datenmanager auseinandersetzen, die Datenvisualisierungen. Dann haben wir bestimmte Attribute eben ergänzt, haben versucht, möglichst viele Bauvorlagen eben einzubinden in diesen ganzen Prüfprozess und haben dann gemeinsam mit der Stadt Dortmund Auswertungstabellen zur BIM-Prüfung in Solibri angelegt. Gut, dann haben wir das Ganze am 27.10. das erste Mal eingereicht. Also wie gesagt, die Plattform von NRW war jetzt noch nicht ganz fertig. Deswegen haben wir von der Stadt Dortmund eine Austauschplattform zur Verfügung gestellt bekommen, auf der wir unsere Unterlagen eingereicht haben und wir auch darüber kommunizieren konnten. Genau, das sind dann die Dateien, die wirklich eingereicht wurden. Gut, dann würde ich jetzt an den Herrn Hoffmann übergeben. Ja, die baurechtliche Prüfung hat eigentlich direkt am gleichen Tag begonnen wie die Einreichung des Bauantrags. Zunächst sehen wir hier, dass wir für die bauordnungsrechtlichen Abweichungen und planungsrechtlichen Befreiungen ein BCF-Format benutzt haben, was in SolibriOffice als Probleme dargestellt wird. Diesem Problem kann man bestimmte Details zuweisen, wie eine Beschreibung, Screenshots oder wie hier einen kleinen Lageplanausschnitt, dass man weiß, worum es geht. In diesem Fall ist das eine Baugrenzenüberschreitung oder hier eine Einfriedung, die nicht entsprechend des B-Plans umgesetzt werden sollte. Hier ging es, glaube ich, um Ersatzpflanzung und am Ende nochmal um eine Baugrenzenüberschreitung auf der gegenüberliegenden Grundstücksseite. Diese kann man sehr gut in BCF als Kommunikation nutzen. Die eigentliche baurechtliche Prüfung haben wir über sogenannte Auswertungstabellen vorgenommen. Die sieht man hier rechts unten im Bild. Damit kann man verschiedenste baurechtliche Parameter prüfen. Zum Beispiel, wie jetzt hier zu sehen ist, brandschutztechnische Parameter, wie die Feuerwiderstandsdauer, die jetzt hier F90 zum Beispiel in Rot dargestellt ist. Man kann jetzt mit einer Schnittdarstellung ein bisschen ins Gebäude hineinfahren. Dann sieht man auch innenliegende Bauteile, zum Beispiel in Blau dargestellt, die Treppenraumkerne in Qualität Bauart Brandwand. So. Man kann sich zusammenhängende Nutzungseinheiten anzeigen lassen, zum Beispiel über zwei Ebenen, die für die Brandschutzprüfung wichtig sind. Hier hat man nach DIN 277 die Nutzflächen für die zum Beispiel Stellplatzberechnung. Hier nochmal eine Raumliste. Die gesamte Grundstücksfläche kann man auswerten. Tragende Bauteile, nicht tragende Bauteile. Stellplatzart und Stellplatzanzahl, wie zum Beispiel Fahrrad und Pkw.
und hier nochmal nach Nutzungsarten gegliedert, quasi im Bruttorauminhalt nachher für die Rohbaukostenberechnung. Wie man gesehen hat, kann man schon ziemlich viele baurechtliche Parameter mit den Auswertungstabellen prüfen. Bauplanungsrechtlich zum Beispiel Grundflächenzahl, Anzahl Vollgeschosse, bauordnungsrechtlich Anzahl Nutzungseinheiten, diverse Berechnungen, Brandschutzqualitäten, Stellplätze und so weiter. Dafür habe ich jeweils ein Beispiel mitgebracht, und zwar zum einen bauplanungsrechtlich die Grundflächenzahl. Die gibt quasi das Verhältnis wieder von der Größe des Grundstücks in Verbindung mit der überbaubaren Grundstücksfläche. In diesem Fall ist das 0,8, also 80% des Grundstücks darf man bebauen. Was macht man zunächst? Man weist sich die Grundstücksfläche insgesamt aus. Dann weist man die Bruttogrundfläche des untersten Geschosses aus, setzt diese beiden ins Verhältnis und merkt, man hat ungefähr 20% des Grundstücks überbaut, hatte also noch locker Platz gehabt, um deutlich größer zu werden. Als nächsten Parameter habe ich mir hier mal die Stellplatzanzahl und Art rausgenommen. Hier gilt die Stellplatzsatzung der Stadt Dortmund. Zum einen haben wir hier ein Bürogebäude, aber auch mit Handwerks- und Industriebetrieb zusammen. Da weist man als erstes die Quadratmeterflächen der einzelnen Nutzungseinheiten aus, setzt diese dann in Verhältnis mit dem Pkw-Schlüssel der Stellplatzsatzung und erhält so die Mindestanzahl der Pkw-Stellplätze und Fahrradabstellplätze. Dann guckt man in der Prüfung, wie viele Stellplätze es überhaupt gibt. Alle Stellplätze müssen gemäß Modellierungsrichtlinie als Räume dargestellt werden. Hier sieht man das mal im Zusammenhang mit dem Gebäude. Dann wertet man sich diese einzelnen Räume aus und erkennt, wie viele Stellplätze ich welcher Art habe und vergleicht das mit der Mindestanzahl der Stellplätze und sieht, das passt. Auf der anderen Seite gibt es aber auch baurechtliche Parameter, die nicht so leicht zu prüfen sind, wie zum Beispiel Baugrenzen, die jetzt hier in dem Bebauungsplan festgesetzt wurden, oder Baulinien, differenzierte textliche Festsetzungen wie Ersatzpflanzungen oder aber schwierige bauordnungsrechtliche Parameter wie Gebäudeklassen, Abstandsflächen, überall wo Topografie und Gebäudehöhen mit im Spiel sind. Hier sieht man das beispielhaft. Wir haben auf dem Grundstück zwei Baugrenzenüberschreitungen gehabt, die jetzt hier dargestellt sind. Problematisch an der Sache ist, dass zumindest in Dortmund es im Moment noch keine vektorisierten Bebauungspläne gibt, die man seiner Planung zugrunde legen kann und quasi im Modell abgleichen kann, ob Baugrenzenüberschreitungen stattgefunden haben oder nicht. Die gleiche Problematik hat sich ergeben mit den Abstandsflächenberechnungen. Hier links sieht man mal den Passus aus dem Gesetz, um irgendwie ein bisschen nachvollziehen zu können, wie differenziert dieses ganze Thema von sich aus ist. Die Abstandsflächen sind hier rechts in lila dargestellt, quasi umranden einmal das Gebäude. Genau aus diesen beiden vorgenannten Punkten war es bei diesem Projekt so, dass ein amtlicher Lageplan einfach immer noch unverzichtbar war. Der nächste Knackpunkt in der baurechtlichen Prüfung ist das sogenannte Beteiligungsverfahren. Auf der rechten Seite sieht man die Ämter, die wir bereits im vorgezogenen klassischen Bauantrag beteiligt haben, und auf der linken Seite die, die wir jetzt noch im BIM-basierten Bauantrag mit reingenommen haben. Das Problem ist, wie beteiligt man diese berührten Dienststellen bei einem BIM-basierten Bauantrag? Exemplarisch sieht man hier mal einen Beteiligungskalender unserer Fachsoftware bei einem ganz normalen größeren Bauvorhaben. Das sind in der Regel eine Menge. Jetzt ist es so, dass diese beteiligten Stellen nicht über das Know-how verfügen, BIM-Modell zu prüfen, und auch nicht über die entsprechende Software und Hardware. Bei ungefähr 10.000 Beteiligungen im Jahr ist das natürlich ein Knackpunkt, den es zu lösen gilt. Was haben wir also in diesem Fall gemacht? Wir haben die beteiligten Stellen bei uns an den Tisch gesetzt und ihre fachlichen Problemstellungen über eine BIMA-Präsentation versucht zu lösen
und das Tiefbauamt, da hat in diesem Fall die Beteiligung über den amtlichen Lageplan ausgereicht. Aus diesen Beteiligungen und aus unseren regelmäßigen Abstimmungen hat sich dann ergeben, dass ein paar Property Sets und Attribute zum Beispiel nochmal angepasst werden mussten. Aus textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans hat sich ergeben, dass man Pflanzplan und ein Emissionsgutachten nochmal nachreichen muss. Das wurde dann im Februar 2021 von Dratner auch getan. Hier sieht man das nochmal, die ergänzenden Unterlagen um diese Erfordernisse aus der Beteiligung. So, und diese Unterlagen wurden dann quasi auch Ende Februar 2021 der Genehmigung zugeführt. Auch bei der Genehmigung gab es eine kleine Problemstellung. Die Bauordnung NRW fordert nämlich das sogenannte Schriftformerfordernis. Das heißt, eine Baugenehmigung ist händisch zu unterschreiben. Das kann man umgehen, indem man zum Beispiel mit einem Kartenlesegerät und einer Signaturkarte eine qualifizierte elektronische Signatur der einzelnen Dateien vornimmt und diese somit auch quasi als unterzeichnet gelten. Das haben wir dann mit allen einzelnen Dateien gemacht, alle einzeln elektronisch signiert und in einen Ordner gepackt und digital quasi der Bauherrschaft zukommen lassen. Da kommen wir zum Ausblick bzw. zum Fazit. Die Modellierungsrichtlinie, die wir zur Verfügung hatten, war natürlich eine gute Grundlage, erstmal um das Projekt zu beginnen, aber ziemlich schnell wurde klar, da muss man noch ein bisschen erweitern und anpassen, wie Herr König das eben auch schon definiert hat. Aus meiner Sicht einmal zu den Erleichterungen, beziehungsweise ist das eher ein Ausblick, dass langfristig durch dieses Verfahren Bauaufsichtsbehörden durch zum Beispiel automatisierte Prüfungen oder Auswertungstabellen entlastet werden können, das Verfahren vielleicht beschleunigt und da diese Prüfung auch direkt auf Architektenseite stattfinden kann, vielleicht auch einfach bessere Bauanträge eingereicht werden. Die Schwierigkeiten habe ich eigentlich soweit gerade schon benannt. Aufmerksam machen möchte ich noch auf die derzeit fehlenden Rechtsgrundlagen für einen BIM-basierten Bauantrag. Vielleicht hören wir da gleich noch ein bisschen was zu. Zum Beispiel sagt die Prüfverordnung NRW im Moment, dass Bauvorlagen dreifach eingereicht werden müssen auf dauerhaften, lichtbeständigen Papier. Und das passt im Moment noch so gar nicht zu unserem BIM-basierten Bauantrag. So. Genau, aus unserer Sicht, also was das Positive angeht, ist natürlich diese Prüfmöglichkeiten die besseren. Dann haben wir natürlich auch festgestellt, dass wir bei Beteiligten von, also Dritter, also wirklich das viel leichter erklären konnten, weil sie viel schneller an räumliche Vorstellungen hatten von dem Ganzen. Und natürlich die Nachhaltigkeit, dass der Papierkram wegfällt und die Kommunikation hat wirklich sehr gut funktioniert über diese BCF-Schnittstellen. Negativ muss man wirklich sagen, dass für uns als Architekten das wirklich durch die Detaillierung und die Informierung vor allem der Bauteile ein deutlich höherer Aufwand da ist. Und wir mussten leider auch feststellen, dass der Prozess auch wirklich immer nur so gut funktioniert wie dieses schwächste Glied in der Kette. Hier das Beispiel zum Beispiel des Emissionsgutachtens. Ja, also dass sie einfach mit dem IFC-Modell nichts anfangen konnten. Genau, und entsprechend negativ natürlich, dass die HAI im Moment das entsprechend auch nicht honoriert. Schwierigkeiten, die auch aufgetreten sind. Also wir haben verschiedene Versuche unternommen, also diesen Prozess der externen Attribution von Bauteilen zum Beispiel durch den Brandschutzsachverständigen durchzuführen. Das hat eigentlich auch ja, ganz okay funktioniert. Aber da ist noch wirklich sehr viel Entwicklungspotenzial da und dass wirklich auch die regelbasierten Prüfmöglichkeiten der verschiedensten Softwareprodukte, zum Beispiel höchstgelegener Aufenthaltsraum über mittlere Geländehöhe zu ermitteln und solche Geschichten, dass das wirklich an die Grenzen geraten ist. Dann unsere Erkenntnisse und die Notwendigkeiten, die wir sehen. Im Moment, also dass das wirklich nicht alles dreidimensional und regelbasiert geprüft werden kann, weil die Rechtslage zu komplex ist
Und das zum Beispiel bei dem Pflanzplan, der so detailliert war, bei diesem B-Plan, der Mehraufwand unverhältnismäßig ist. Und wie gesagt, der dritte Punkt, dass die Softwareprodukte in vielen Punkten auch noch gar nicht so weit sind, um wirklich alles vollständig abprüfen zu können. Genau, wir sehen als Notwendigkeit einmal die rechtliche Grundlage, was Herr Hoffmann eben gerade schon meinte, dass wir entsprechend die Modellierungsrichtlinien ergänzen, dass natürlich solche Punkte wie jetzt die Attributsets auch wirklich zum Download bereitstehen. Das ist ja auch alles angedacht. Das Gleiche gilt natürlich für die Prüfregeln und die Auswertungen. Wir hatten jetzt natürlich diesen Mehraufwand, das auch wirklich alles anzulegen. Und natürlich, dass das Bauportal NRW funktioniert. Und last but not least, die Anpassung der HVI. Wir als Architekten sehen es natürlich auch noch notwendig, also Anreize zu schaffen, dass entweder, wenn man einen BIM-basierten Bauantrag einreicht, dass es eine schnellere Bearbeitung gibt, weniger Gebühren oder dass es rechtlich gefordert ist und. Genau. Dann vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir hoffen, dass wir in der Kürze der Zeit trotzdem einen Einblick erzielen konnten in dieses Projekt, das doch sehr ins Detail auch geht, wenn man dann nachfragt. Ne? Ja, vielen Dank. Dankeschön. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Frau Drathner, lieber Herr Hoffmann, für diese tiefen Einblicke in dieses Pilotprojekt. Ich glaube, das war für alle Teilnehmer sehr interessant und nachvollziehbar dargestellt. Ja, ich denke, so können wir uns den Abend verabschieden. Wir haben viel dazugelernt, wir haben viel Neues erfahren. Wir bleiben am Ball, wir sind alle noch auf dem Weg und wir werden uns weiter informiert halten. In diesem Sinne, recht herzlichen Dank, einen schönen Abend. Nochmals vielen Dank an alle.